Runde durch K.O. verloren. Das war am 29. November 61 gewesen. Und da sehen Sie ihn. Zu dieser Zeit, damals, ist er 20 Jahre alt. Cassius Clay. Mit 18 Jahren war er Olympiasieger geworden. Er war Profi seit 60, hatte zweimal gekämpft, 1960 und achtmal 1961. Der Gegner Sonny Banks. Dieser Sonny Banks hatte bis dahin 12 Kämpfe bestritten, auch ein Jungprofi. Und da sehen Sie mal Cassius Clay mit der typischen Art und Weise, wie er damals boxte. Cassius Clay 87,9 Kilo schwer und Sonny Banks 86,6. So, was sagt der Schwergewichtler, der ja immer etwas schwerer war? Ja, etwas schwerer war. Peter Hosing war immer so 102 Kilo schwer. Richtig. Und ich muss sagen, es ist fantastisch, diesem Mann auch jetzt wieder zuzuschauen, wie er das gemacht hat, wie er da geboxt hat. Mit diesem Auge, mit dieser Reaktion, mit dieser Schnelligkeit und Ausdauer. Und dann, das vor allen Dingen, ich möchte was sagen, permanent. Über die Boxdistanz hinweg hat er seinen Stil immer beibehalten. Ja. Schnelle Beine. Schnelle Beine und Arme und Hände. Und vor allen Dingen, was er hat. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Peter Hosing sagt, so schnelle Beine hätte ich mir auch mal gewünscht. Weil man ihm immer nachsagt, er wäre ein bisschen zu langsam gewesen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das sagt man mir nach. Aber meine Beine waren nicht die schnellsten dafür, aber meine Arme. Mhm. Achtung! So. Das war ein Ausrutscher. Das war der erste Niederschlag von Cassius Clay in seiner Profikarriere. Und vorsichtig. Das war eine Überraschung. Das heißt also bei den Schwergewichtlern, wenn da einer eben gut trifft, fällt der andere um. In der Regel ja. Wenn man genau getroffen wird, fällt man bestimmt um. Aber dieser Cassius Clay, der war ja so voller Optimismus, der hatte ja so eine Zuversicht. Ich glaube, der hätte zwei, drei Kämpfe hintereinander boxen können. Mhm. So gut in Form war der. Ja, damals. Phänomenal. Mit 20 Jahren. Ja. Obgleich da ein Schwergewichtler nicht unbedingt fertig ist. Es ist noch relativ früh. Es ist relativ früh, ja. Du bist ja auch erst mit 31 Europameister geworden. Ganz genau. Es gibt sehr viele Meinungen von Experten, die sagen, Schwergewichtler kommen erst im höheren Alter, das heißt so ab 7, 28 in ihre Leistungsgrenzen. Aber es ist schon ein Genuss, wie er da mit der schnellen Linken arbeitet. Ja, aber hier und da spürt man doch, dass ihm die Routine auch noch fehlt. Ich wollte das gerade schon sagen, es ist doch noch ein Unterschied zu zwei, drei Jahre später. Mhm. Das sieht man doch. Ich meine, wenn man jetzt seinen Körperbau betrachtet, dann sieht man auch, dass da noch einiges fehlt, was den reifen Mann ausmacht. Er ist noch etwas jugendlich gebaut. Das sieht man auch an dem Gewicht von 86,7 Kilogramm. Ich glaube, in seiner besten Zeit hat er so 4,95 Kilo gehabt und da war er auch austrainiert. Ja, aber dieser Sonny Banks ist nicht ungefährlich. Eine gute Deckung. Zu diesem Zeitpunkt, 62, hatte man Cassius Clay schon als 9. in der Rangliste des Ringmagazins aufgeführt. Sicherlich auch aus geschäftlichen Gründen, denn man musste unter den ersten 10 sein, um Chance für einen Titelfight zu bekommen. Ja, nun, ich meine, Cassius Clay hat auch selbst dafür gesorgt, dass er immer wieder publik wurde, indem er nachher ja gerufen hat, I am the greatest, er ist der Größte. Ja, die Zeit kommt noch. Ja. Ich meine, obgleich er, das werden wir erleben, am Ende auch schon wieder ein paar Sprüche drauf hat. Ja. Da hat man ja nachher förmlich drauf gewartet, nicht, wenn die Kämpfe vorbei waren. Ja, wie hättest du denn, der Peter Hosing, diesen Cassius Clay geboxt? Was hättest du für eine taktische Marschroute dir vorgenommen? Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass ich also auf keinen Fall versucht hätte,
ihn auch mit Schnelligkeit zu besiegen, sondern ich hätte ihm den Weg abschneiden müssen, hätte in guter Deckung boxen müssen und vor allen Dingen hätte mich nicht verausgaben dürfen. Und das ist natürlich schwer, denn man muss ja auch seinen Gegner treffen. Ja. Das wäre schon interessant gewesen. Ich hatte auch mal ein Angebot aus einem Scheichtum. Das war in meiner besten Zeit und das war ein Manager aus Frankfurt. Und es hieß, es ist also alles klar, in einem Vierteljahr fliegen wir in dieses Scheichtum und dann machen wir einen Showkampf mit Cassius Clay. Es wäre auch für mich eine ansehnliche Börse ausgesprungen. Jetzt hat er ihn mit dem linken Haken erwischt. Abgefangen und so ab. Wollen wir mal aufpassen? Ja. Der Ringrichter ist Ruby Goldstein. Und er kommt da leicht für sich. Ja. Jetzt wird er natürlich immer stärker. Jetzt will er natürlich Schluss machen. Obwohl das ja auch gefährlich ist. Wenn ein angeschlagener Boxer, das weißt du, die sind am gefährlichsten oder können am gefährlichsten sein. Also Clay ist ständig in Bewegung. Nee, aber offen, er ist offen. Ja, bei dem Auge kann man sich das erlauben. So, jetzt kommt die vierte Runde. Eine Reaktion vor allen Dingen. Sein Gegner ist auch sehr gut durchtrainiert, hat auch gefährliche Schläge, bringt er hervor. Und Cassius Clay will also schon. Banks sucht die halbe Distanz, er will ran. Nicht? Auf lange Distanz ist er ganz klar der unterlegene Mann. Ja. Und dann kommen solche Serien. Man hat immer das Gefühl, dass er zwar sehr schnell schlägt, manchmal aber auch flüchtig, als ob da nicht allzu viel dahinter wäre. Ja, er will den Gegner irritieren und er geht auf Nummer sicher. Mhm. Das ist also gar nicht nötig, jetzt zu sagen, ich will den in der dritten oder vierten Runde abschießen oder besiegen. Später war er in dieser guten Verfassung, wo zum Beispiel Henry Cooper gesagt hat, in der siebten Runde fliegt er nicht. Und solche Voraussagungen, die ja sehr oft oder meistens eingetroffen sind. Also das ist jetzt im Übrigen immer noch die dritte Runde. Ich habe mich da vorhin verzählt. Aber die Art und Weise, wie er boxte, das gefiel den Zuschauern damals schon. Ja, das Provokative, nicht? Er hat also immer das stehen lassen, dass er auch eher getroffen werden könnte. Jetzt hat er ihn wohl. Herr Banks bleibt stehen, versucht es immer wieder mal mit Einzeltreffern. Hoppla. Mit dem Mut der Verzweiflung versucht er einige Treffer noch zu landen, aber wir kennen es ja, wir wissen, was Cassius Clay geworden ist. Das war am 10. Februar 1962 in New York. Sollte schon so eine Art Qualifikationsfight sein in Richtung Titelkampf. Ja, jetzt könnte der Mr. Goldstein so langsam dazwischen gehen, aber da kommt der Gong, der diese dritte Runde beendete. Klare Vorteile natürlich zu diesem Zeitpunkt auf Seiten von Cassius Clay. Ich möchte noch ganz kurz die Geschichte zu Ende erzählen. Also, es war nun soweit alles klar. Ah, ja. Und dann ist leider der Manager, der das alles vereinbart hatte, der ist auf der Rückfahrt vom Flughafen Frankfurt in seinen Heimatort bei Stuttgart irgendwo tödlich verunglückt. Somit fiel das ins Wasser. Vierte Runde. Nochmal, Cassius Clay in der weißen Hose, Sonny Banks in der schwarzen Hose.
Und da geht Goldstein dazwischen. In Ordnung. In Ordnung. Ja, das war nicht. Der Mann war geschlagen. Ja. Also Sieger durch technischen K.O. in der vierten Runde nach 26 Sekunden. Cassius Clay, also auch in seinem 11. Profikampf der Sieger. Und da gibt es dann noch so ein Nachwort von ihm. Referee stops about the time, 26 seconds of the fourth.